Servus Leute und willkommen zurück zu Sims 3, Zocken meets Sport. Ja, Isabella ist immer noch bei den Starks zu Gast, die aus unerfindlichen Gründen gerade alle verschwunden sind und jetzt wieder auftauchen. Ich hinterfrag das mal nicht. Es ist Sims, da darf man nichts hinterfragen. Was machen denn die anderen? Er ist bei seinem Nebenjob. Ja, da kann er normalen Betrieb machen, weil ich glaube, so reinhängen braucht er sich da jetzt nicht wie in die Schule. Obwohl, eigentlich kann das mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil die Jobleistung ist nicht sonderlich wichtig. Ich gehe mehr auf die Schulleistung von ihm gerade. Er ist ja sozusagen unser prädestiniertes Genie. Ich muss mal dieses komische Restaurant hier entfernen. Das bringt ja eh nichts. Kann ich mal was hinsetzen, was hier besser hinpasst? Kann ich eigentlich mal machen. Ich meine, das haben wir zwar... Oh, guck mal, das ist ein Hotspot. Das kann ich an sich mal kurz machen. Dann vielleicht finden wir da was, was da passt. Muss ich mir mal das kurz... Irgendwo kann ich das als Kopie... ja, gut, kann ich jetzt gar nicht ändern. Machen wir mal kurz. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt aussieht, ob jetzt die Nebenjobs und so alles auch abgebrochen wird. Kann durchaus sein. Oder heißt es nur, dass die ganzen... Ach, ich weiß es nicht, werden wir gleich sehen. So, dann entfernen wir den Shit mal hier. Ich muss da mal kurz schauen. Wenn es jetzt weg ist, ist es auch egal, weil im Prinzip bringt es mir ja nichts. Jetzt kann ich mal schauen, ob es hier was gibt. Ein paar Kammer hier schon, was könnten wir denn nochmal brauchen? Ich schaue mich da jetzt mal kurz um, was man da so hat. Erstmal kurz das Grundstück noch weg, weil ich dann das passende Grundstück dahin platziere, das ich da eben haben möchte. Vielleicht kommen da auch zwei Dinger hin, ich weiß es noch nicht. So, was haben wir denn? Das Restaurant will ich nicht haben. Tierladen brauchen wir nicht. Da haben wir die Tieradoption. Stadtparks brauchen wir auch nicht. Eigentlich wollte ich Gemeinschaftsgrundstücke. Ja, das war ich irgendwie schon drin, aber hat es nicht richtig angezeigt. Gut zu wissen. Festgelände will ich jetzt an sich gar nicht so haben. Lagerhaus ist jetzt auch nicht das Wahre. Ach, das ist auch ein Festgelände. Okay. Jetzt schauen wir mal, was es hier gibt. Das ist ein großer Park, aber ich glaube, den haben wir auch schon irgendwo, oder? Seesternsand, ist das nicht der? Nee, das ist der Abenteuerkai. Ja gut, aber das ist jetzt auch recht egal. Reitzentrum für so ein Tattoo-Saloon, den haben wir, glaube ich, auch schon irgendwo. Wobei ich das jetzt nicht haben möchte. Feuerwache. Feuerwache Tiere, was? Hey, was ist das denn? Ich schau mal, was es noch so gibt. Schrottplatz Tiere. Hä? Können da Tiere arbeiten oder was ist da los? Saloon zum Wasserloch, Spelunke Tiere. Hä? Das heißt es, dass das... Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Neureich Zwischenlager. Zwischenlager Tiere. Was heißt denn das Tiere dahinter? Das verstehe ich nicht ganz. Ein Saloon wäre an sich mal... Obwohl, das ist der hier, ne? Genau, der steht hier schon. Der bringt uns also recht wenig. Studio will ich jetzt auch nicht so direkt haben. Das ist jetzt alles eher so wie Innenstadt gedacht. Wobei man sowas durchaus mal bauen könnte. Diskothek haben wir schon eine, da brauche ich keine. Eine Club Lounge. Ich kann mir die leider nicht anschauen. Das ist ein bisschen doof. Hier so eine Lounge wäre an sich auch mal nicht schlecht. Na, was brauche ich denn da für ein Grundstück? 60 mal 30, holy. Moment. Ach ja, da. 60 mal 30. Muss ich so ein Grundstück bauen? Ach du Heilige, wie groß ist denn das Ding? Nee, das kann ich hier nicht bauen. Das ist ja viel zu riesig. Ich baue jetzt mal diese Feuerwache. Mich interessiert nämlich, was das ist. Ich bin da mal sehr gespannt. Was brauche ich da für ein Grundstück? 30 mal 20, ja, das geht ja. 40 mal 30 mal 20 könnte man nicht direkt das bauen. Wenn ich es denn bauen dürfte, was aus unerfindlichen Gründen gerade nicht geht. Wieso geht denn das hier nicht an der Straße direkt? Kann ich auf unroutbaren. Warum ist hier unroutbares Gelände? Dann platzieren wir es halt. Hallo. Dann platzieren wir es halt. Hallo. Ich möchte es hier irgendwo gern haben. Ja, so ein bisschen so ungefähr. Spiel mobb mich. Moment, das haben wir gleich. Machen wir es so. Es geht jetzt gerade nicht anders.
Ich möchte jetzt nur mal schauen, was da rauskommt jetzt. Und irgendwie gehen die Folgen bei Sims so extrem schnell rum. Das stört mich ein bisschen, weil ich an sich gern mehr zeigen und mehr machen würde. Aber die Folgen immer so schnell rum sind. Kopie platzieren. Und jetzt... Hä? Muss ich da noch was einstellen? Gemeinschaftsgrundstück, ja vermutlich. Was kann man da... Kein Besucher erwünscht. Das stellt sich dann, glaube ich, zurück, oder? Na, jetzt geht's. Der stellt sich dann, glaube ich, wieder um. Wenn man das Gebäude darauf platziert, dann ändert sich die Grundstücksart automatisch wieder ins Passende, soweit ich das weiß. Bin mir jetzt aber nicht sicher. So, was ist denn das jetzt hier? Das können wir eigentlich gleich so stehen lassen. Das passt so. Ja, das ist scheinbar eine Feuerwache. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich frage mich jetzt zwar, was mir die bringt, aber irgendeinen Grund wird die schon haben. Was kann man denn noch so bauen? Schrottplatz, ja, den will ich jetzt gerade nicht hier haben. Was gibt es denn hier noch? Friseur und Tattoo-Salon. Das wäre sicher auch mal eine Idee. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir das Ding nicht schon haben. Also sorry, wenn das jetzt ein bisschen länger dauert. Tut mir leid, falls das jetzt unerwünscht ist. Ich möchte das nur noch so ein bisschen probieren, was man hier so machen kann. Ich glaube auch nicht, dass wir sowas haben. 20x30 brauchen wir hier. Also könnten wir mal schauen, ob wir daneben noch was hinbekommen. Aber das ist hier ein bisschen schwierig, weil die Grundstücke hier so ein bisschen rumbaggen. Hier geht's komischerweise. Ich verstehe das System nicht. Weil hier geht's... Das ist mir nicht ganz klar, wie das funktionieren soll hier. Aber schauen wir mal, dass wir es hier vielleicht hinbekommen. Dann sieht das Ganze zwar vielleicht ein bisschen seltsam aus, aber das werden wir gleich sehen, ob es passt. Ach ja, Moment. Machen wir es mal so, ob das jetzt geht, weiß ich nicht. Nein. Was muss ich da wirklich keine Besucher erwünscht machen? Wieso hat sich das jetzt nicht geändert? Okay. Habe ich das nicht bestätigt oder bin ich gerade so doof einfach? Ich weiß es nicht. Warum kann ich eigentlich bei dem Spiel keine Straßen bauen? Ich hoffe, sowas geht dann in Sims 4. Dass man solche Straßen hier selbst ziehen kann, beziehungsweise die Stadt zu einem höheren Grad irgendwie selbst bestimmen kann, wie die aussieht. Weil so ist es ja gerade nicht so prickelnd, sage ich mal, was man da machen kann. Aber die Parkplätze sind hier hinten, das bringt natürlich sehr viel. Weil ich die Spielwelt hier auch nicht editieren kann. Und zum Beispiel hier hinten eine Straße durchziehen kann. Das geht ja alles nicht. Das wäre aber echt super, wenn das gehen würde. Ich könnte hier so ein paar kleine Grundstücke nehmen. Und dahinter bauen, aber das geht so oder so nicht. Aber ich lasse das jetzt mal so. Speichern. Wir können es uns mal kurz antun, weil sonst ist das danach wieder weg, was ich da gebaut habe. Das wollen wir auch nicht. Dann ist dieses komische, nutzlose Restaurant da mal weg. Und dann haben wir vielleicht was, was man nutzen kann. Wobei die Feuerwache vermutlich jetzt auch nur Deko ist. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Aber man kann es ja mal probieren. Und dann schauen wir mal, was weiter passiert. Vor allem, was jetzt mit der Familie ist. Weil es da ja hieß, die ganzen Interaktionen sind gelöscht. Ich bin mal gespannt, was jetzt rauskommt. Kann mir nicht vorstellen, dass der Tobi jetzt einfach aus seinem Job rausschmeißen oder so. Das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Wobei, bei Sims weiß man nie. Traue ich alles zu. So. Ich komme gerade direkt von der Schule. Also Hochschule. War echt wieder ein sehr sinnvoller Tag, wenn man wegen 1,5 Stunden Vorlesung 37 Kilometer einfach fahren darf. Das ist immer perfekt. Ah, guck mal, das wurde nicht zurückgesetzt. Wurde gar nichts zurückgesetzt. Was labert ihr denn? Du nimmst an einem Event teil und Sabine ist zu Hause und macht nichts. Gut zu wissen. Musst du dich um irgendwas kümmern gerade, Sabine? Huch, das wollte ich nicht. Warum haben wir eigentlich noch Festbeleuchtung am Haus? Oh, falsches Haus. Warum haben die Festbeleuchtung an ihrem Haus? Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum ich hier nichts sehe. Derweil ist es ja alles hier das falsche Haus. Schau mal, müssen wir irgendwas tun? Müll rausbringen müssten wir mal. Hat sie denn irgendwas im Inventar? Zombies hat sie drin. Gut, das ist nicht so toll. Hier kannst du mal säubern. Das ist alles sauber soweit. Und dann kannst du vielleicht mal was kochen. Mach mal Spaghetti. Ich meine, wir haben zwar noch was. Nee, Moment, wir haben noch Spaghetti. Dann isst doch mal lieber die hier erstmal. Dann koche ich nicht schon wieder was Neues, weil sonst haben wir es gleich wieder in Massen rumstehen, das ganze Essen. Das ist auch nicht Sinn der Sache.
So, die Betten sind interessanterweise alle gemacht. Weiß jetzt nicht, ob das Sabine war oder irgendwer anders. Würde mich mal interessieren. So, wie geht's dem Pferd eigentlich? Pferd hat Hunger. Misty hat auch Hunger. Wollen wir ihr. Ja, die hat aber ihren Napf. Das ist jetzt nicht das Problem. Katze, geh mal fressen. Macht sie eh schon. Okay, ja, dann störe ich sie dabei mal nicht. Hoffe ich zumindest. So, geh du mal was essen und dann kannst du das Pferd ja mal füttern. Balin rausla. Ne, Moment, er kann ja selber rausgehen. Kannst ja selber nach draußen gehen. Warum auch immer das automatisch aufgeht, das Tor-Ding hier. Pferde haben scheinbar übernatürliche Kräfte hier im Spiel. So, er ist draußen und dann gibst du ihm mal Fläschchen. Mal schauen, wann wir ihn älter werden lassen. Erstmal muss er sich anständig mit Isabella anfreunden. Dank deiner guten Vorbereitung holt deine Mannschaft den Sieg und kassiert den begehrten Geldpreis ein. Dein Ansehen bei den Teamkollegen steigt ins Unermessliche. Es zahlt sich also doch aus, mit Kollegen die Freizeit zu verbringen. Hat er jetzt in seinem Job ein Spiel gewonnen? Kann das sein? Oder war das jetzt was anderes? Ich glaube, das war kein reguläres Spiel, das die gerade gewonnen haben, ne? So, du bist noch bei den Starks. Die aus unerfindlichen Gründen immer noch alle im Gang rumgammeln. Ja, jetzt gehen sie langsam. Sie spielt natürlich mit ihrem... Kannst du mal mit Rico ein bisschen spielen? Freundschaftlich begrüßen. Okay, Rickon ist, glaube ich, festgebackt. Nee, ist er nicht, okay. So, könnt ihr jetzt ein bisschen Fangen spielen. Ein bisschen tratschen. Kannst dich mal ein bisschen mit Rickon anfreunden. Mit Bran ist ja auch noch. Bran ist ja auch noch irgendwo da. Ach, guck mal, wer da ist. Die habe ich die ganze Zeit gesucht. Die letzten Folgen. Aber da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir die mit Tobias zusammenbringen. Die liebe Sansa. Die gammelt hier gerade am Laptop rum. Kann sie tun. Vermutlich twittert sie wieder irgendwelche Pläne von Eddard oder sowas. An Ed Cersei Lannister oder so. Kann man ja nicht wissen. So. Was ist hier? Hotspot des Abends. Aber Tobi muss ja noch arbeiten, oder? Du kannst eigentlich mal nochmal hier hingehen. Ist ja an sich nicht schlecht, ne? Und 90 Simoleons verdient. Gut, passt ja. Also für einen halben Tag Arbeit, 90 Simoleons, kann man schon was machen mit, sage ich mal. Wenn man das aufs Monat hochrechnet, bei 5 Tagen die Woche kommt schon was rüber. Das ist vor allem viel zu viel. Sowas verdient kein Mensch für Halbtagsarbeit, aber naja. Das ist ja hier nicht realistisch. So, wir essen hier alles. Alouette Bird, Cheyenne Fox, niemanden, den wir kennen, außer Kim Marshall. Gopal. Und der Ottokar Schreckengast, oder wie auch immer der Typ heißt. Du kannst mal ein paar Blasen machen, was auch immer das bringt. Wer ist hier noch? Canoa Parrot, okay. Warum tanzt eigentlich der Barmixer hier mit? Er steht hier rum. Muss heute nicht arbeiten, scheinbar. Gut, er kann mal hier bleiben. Isabella ist bei Rickon noch, mit Rickon am Spielen. Hoffe ich zumindest. Ja, sieht zumindest gut aus. Warum mögen die sich nicht? Isabella ist ein bisschen beleidigt. Okay. Lernt euch mal kennen. Ja, Rickon ist scheinbar ein bisschen unfreundlich. So. Dass die sich mal ein bisschen anfreunden. Und ein bisschen Bindungen zum Haus Stark hier eingehen. Gut, er ist zu Hause am Tanzen. Du kannst eigentlich mal was essen, du hast Hunger. Ach, ich wollte mir letztens schon fast im Origin Sale Ding holen. Wie heißt jetzt wieder? Reiseabenteuer Sims? Sims 3 Reiseabenteuer heißt es, glaube ich. Aber dachte mir dann doch, nee, jetzt ist bald Steam Sale und da gibst du dein Geld lieber aus. Deswegen habe ich das nicht getan. Und im Endeffekt sind die Add-ons für Sims 3 sowieso teuer. Viel zu teuer. Selbst für 15 Euro sind mir die noch zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich das nicht einsehe.
So. Was zum... Ich dachte mir gerade schon, was zur Hölle. Wo kommt das Pferd jetzt her? Vor allem, Glint 3.0 Singleton. Was ist das denn bitte? Ihr könnt ja mal ein bisschen Pferde spielen hier. Gemein will ich jetzt nicht. Könnt ihr uns hier mal mit dem Pferd anfreunden, das hier aus unerfindlichen Gründen über unser Grundstück galoppiert. Du kannst mal den Garten pflegen. Geht auch hier nicht irgendwie. Aber ist er schon gepflegt, oder was? Die Pflanze ist... Ach, es ist Winter, deshalb. Ja, das erklärt einiges. Das erklärt wirklich einiges. Katze ist hier drüben, die kann aber ruhig da bleiben. Es ist übrigens 20.28 Uhr. Du bist in der Disco, das passt. Du könntest an sich mal nach Hause gehen. Ich glaube, du solltest erstmal was essen. So kann man sich verabschieden von ihm. Nee, macht sie scheinbar automatisch. Gut, dann geh du da mal nach Hause und hör auf zu plaudern mit Rickon. Du willst dich für eine außerschulische Aktivität anmelden? Nein, das wirst du nicht. Ich möchte sie nämlich eher so ein bisschen in die musische Richtung treiben. Jetzt muss ich nur mal schauen, was ich an sich mal machen wollte. Und zwar nachschauen, ob man ihr jetzt schon ein Instrument kaufen kann, eine Gitarre oder sowas. Als, ja, mal schauen. Ich weiß nicht, ob das als Kind schon geht oder ob man da hier Ding sein muss. Ding, genau. Ich krieg's gerade nicht raus. Hobbys und Fähigkeiten. Gibt's das? Gibt's da so eine Kindergitarre oder sowas in die Richtung? Ich weiß jetzt nicht, ob man das als Kind benutzen kann. Ich kaufe das Ding mal. Dann kriegt sie hier eine Gitarre. Dann hauen wir den Backofen dann weg. Ich meine, das bringt ja eh nicht so viel. Ich stelle die lieber mal so. Man weiß ja nie. Und dann weiß ich nicht, ob sie die benutzen kann. Nein, sie kann sie nicht benutzen. Gut, dann können wir das Ganze also alles wieder rückgängig machen, was wir gerade gemacht haben. Und das Ding verkaufen. Aber kann sie dann gar nichts dann lernen? Das irgendwie für Kinder benutzbar wäre? Das wird dann alles nicht für sie gehen, ne? Ja gut, dann kann sie das noch nicht machen, tatsächlich. Finde ich ein bisschen komisch. Nee, ein Klavier muss jetzt nicht gerade sein. Finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Weil eigentlich fängt man ja als Kind schon an, was zu lernen. Dann kannst du dich aber vielleicht mal... Du kannst aber vielleicht mal Musikunterricht nehmen. Aber das können wir dann mal machen. Das ist dann ihr Ersatz für außerschulische Aktivitäten. Tobi war Pfadfinder, sie macht halt dann Gitarrenunterricht oder sowas. Warum ist eigentlich diese Falle noch nicht losgegangen hier? Komisch. So, er ist immer noch in der Disco. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob vielleicht irgendjemand gekommen ist, den wir mit dem wir was machen könnten. Scheint aber nicht so zu sein. Das Haus Stark ist hier nicht so wirklich vertreten gerade. Wer ist ihr hier? Booker Singleton. Singleton ist natürlich wieder am Start. Aber sonst ist hier gerade so ein bisschen Flaute. Getränke kann man sich scheinbar auch nicht... Genau, mach mitten in der Disco Hausaufgaben. Du bist auch... Oh mein Gott. Von mir aus, wenn er meint. Was ist bei dir los? Du hast Hunger? Musst auf jeden Fall erstmal nach Hause fahren. Und ich muss eine Aufnahmepause machen. Ich würde sagen, man sieht sich übermorgen. Und bis dahin, Servus.